So, Zeit mal weiterzumachen nach dieser relativ guten Ausgangssituation und nochmal ein bisschen weiter das Herrenhaus zu erkunden, ein paar Zombies abzufackeln, hoffentlich irgendwann diese verlockende Schrotflinte zu holen. Okay. Let's go. Eine weitere Runde. Töten, leben, sterben, sterben lassen. Whatever. So, einmal kurz sammeln. Heißt Blick auf die Karte, Blick ins Inventar, Farbbänder. Okay. Einmal nochmal zurück, Inventar räumen, denn wir haben ja nur 6 Slots frei. Vielleicht mal das Pistolenmagazin mit. Dann wir werden jetzt erstmal ein bisschen. Ah, das Kampfmesser habe ich noch nicht. Ah, es muss auch so klappen. Ohne Witz. So. Okay. Zeit, jetzt mal gleich einen Blick auf die Karte zu werfen, zu gucken, welche Räume sich jetzt als nächstes sinnvollerweise anbieten würden. Jetzt, genau. Machen wir erstmal das, was wir vorhaben. Blick auf die Karte. So, was war nochmal das Rote da hinten? Das verstehe ich auch nicht. Vollständig verbleibend. Also verbleibend dann wahrscheinlich in dem Sinne, dass noch nicht alle Gegenstände da ausgereizt oder alle Quests gelöst wurden. Aber wenn wir jetzt schon mal links unten gucken mit der Schreibmaschine der Raum, gut, da haben wir nochmal die Sache mit dem Gemälde, den beiden Typen, die sich abstechen und dieser komischen Uhr. Und da müsste auch noch das Wappen an der Wand hängen, genau. Aber der Raum, wo ich jetzt bin, warum ist der immer noch rot? Wahrscheinlich, weil der Kerosinbehälter noch nicht ganz aufgebraucht ist. Alles klar. Rechts, genau. Was war das? Ah, nee, in der Mitte war das Bad. Also rechts. Was heißt in der Mitte? Rechts vor diesem roten, ja, Bogen. Aber, genau. Was war da nochmal? Hier bin ich gerade doof. War ich doch gerade. War ich ein Zombie oder so? Keine Ahnung. Okay, gucken wir mal unten. Das wäre natürlich die Idee, den Bogen da unten zu spannen. Um mal diese Tür aufzumachen. Ist zwar rot, also ich meine jetzt unten, ganz unten rechts, diese rote Tür, das können wir erkennen. Da vielleicht mal einen Bogen zu spannen. Um mal zu gucken, dass man da so ein bisschen die ganzen anderen Türen aufschließt und mal endlich nicht die ganze Zeit solche Umwege nehmen muss. Hier oben müsste ja noch diese Tür sein, die nicht aufgeht, ne, weil da ein Griff fehlt. War das die? Ne? Gruselstimmung. Was haben wir denn hier? Die arme Frau. Ist da eine Katze? Die Gesichter wurden übermalt. Sieht mir aber ja nicht so aus. Ist ja auch egal. Was mache ich hier nochmal mit der Tür? Hier muss man, glaube ich, dieses Symbol einsetzen. Na ja, natürlich muss man hier dieses Symbol einsetzen. Mein Gott. So. Jetzt mal kurz überlegen, wo der alte Schlüssel wohl reinpasst. Irgendwo, also hier eher nicht, oder? Ja, nee, stimmt. Ihr dort mit diesen Symbolen, die jetzt auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber ich meine, in der großen Eingangshalle gäbe es doch oben noch eine Tür, die man mit dem Schlüssel entriegeln könnte. Also einem der Schlüssel. Lass mal kurz gucken. Ich glaube, die hier nicht, oder? Genau, das ist wieder dieses Rüst. Sieht man das eigentlich? Also das ist ja echt eine. Klar, man sollte sich das irgendwann merken, welche Türen nicht aufgehen, aber sieht man das eigentlich schon im Vornherein? Ist da irgendwo ein Rüstungssymbol? Ich sehe es nicht. Was ist nochmal mit der Tür? Achso, die ist natürlich von einer Tür verschlossen. Okay. Wunderbar, beziehungsweise nicht.
Ja, ich will jetzt wirklich nochmal den Hausschlüssel ausreißen, bevor ich ihn später austausche. Aber den kann man ja noch, wenn mich nicht alles täuscht, hier verwenden, oder? Ja genau, die Tür hat man schon damals aufgemacht. Da war auch dieses eine Zombie-Vieh drin, das uns gestört hat. Und das ist auch einer der wichtigeren Durchgänge, würde ich mal so mutmaßen. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, ne, also 1, 2, 3 Türen, die davon noch abgehen, auch dieses Treppenhaus, ja, also ein wichtiger Durchgang heißt Zombie schlachten, Zombie verbrennen, Zombie erstmal finden. Die Spannung steigt. Jemand grunzt und stöhnt. Ist er unten im Treppenhaus? Oder direkt an der Ecke, um uns zu erwürgen? Ich tippe mal auf rechts, um die Ecke, um uns zu erwürgen. Wir haben keinen Dolch im Inventar. Das heißt... Bewegt sich da was? Hey komm, das ist ein einfacher Zombie. Vielleicht kriegen wir jetzt wieder... Ist das wieder so eine schöne Kopfschussposition? Nein. Test. Ich wollte dich doch nur verbrennen, Herrgott. Okay. Okay, jetzt gefällt es mir irgendwie. Also den werde ich jetzt natürlich nicht verbrennen. Also wer jetzt noch mit Kopf aufstehen kann... Also ohne Kopf... What the fuck? So. Nein, 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 jetzt. Aber Moment, nein, pack mich ruhig am Bein. Die verstehen die einfachsten Befehle nicht, diese Wesen. Pack mich am Bein, damit ich deinen Kopf mit einem schönen Curbstomp zermatschen kann. Und hier die Schuhe sein. Ich glaube, ich muss ein bisschen taktischer vorgehen. Lass uns mal greifen, ja? Ja. Curbstomp, sehr schön. Hat es jetzt viel... Na gut, wir sind jetzt wieder im Warnungsbereich, aber... Das ist jetzt natürlich eine... Jetzt eröffnen sich ja immer mehr taktische Möglichkeiten, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also ist es taktisch schlauer, sich einem Zombie 4 Schüsse zu verpassen, sich greifen zu lassen und ihm dann mit dem Stiefel den Rest zu geben, dadurch Kerosin zu sparen? Keine Ahnung. Also Leute, bei diesen ganzen Überlegungen werdet ihr wahrscheinlich schon mal gemerkt haben, dass dieses Let's Play alles andere als ein, wie sagt man nochmal, ja, wie heißen nochmal diese Dinger, die, ja, sehr schön, genau, Speedrun. Also ein Speedrun wird das eher nicht werden, wie man schon vermuten kann. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir haben es nämlich mit einem Let's Play and Review zu tun und es geht mir auch eher darum. Immer diese Problemsituation. Okay, greif mich. Hallo? Greif mich. Der Messertest geht jetzt nicht. Okay, verbrennen wir den einfach. Warum nicht? Nicht in die Flamme laufen. Raus aus der Flamme. Na, für alle Fälle. Das ist jetzt natürlich auch eine interessante Frage. Ne? Also sagen wir mal, der Zombie wird erst später wach oder aktiv. Scheint aber trotzdem vom Feuer jetzt nicht beeinflusst zu werden. Also wenn ich jetzt noch halb bewusstlos, halb lebendig, was auch immer wäre, dann würde ich wenigstens ein bisschen zucken bei so einer Aktion. Naja, egal. Ein bisschen Munition auftanken. Ja, kleine Spielerei, um sich wieder ein bisschen sicherer zu fühlen. Ja, wo sind wir jetzt? Ja, kleine Etage drunter. Hat sich jetzt irgendwas erschlossen? Gibt es noch irgendein einzelner Raum? Das ist gut. Hinten die Türen sollen angeblich verschlossen sein. Checken wir erstmal den einzelnen Raum hier. Ah. Noch so ein Beruhigungsraum. Wunderbar. Haben wir nicht, haben wir woanders gelassen, aber wir sind ja jetzt so weit, dass wir
Das wäre es natürlich, sich ins Bett legen, 2 Stunden pennen, Lebensanzeige wieder auffüllen. Nein, das sind jetzt natürlich nicht. Ah, die werden wir lieber später brauchen. Aber die Kiste, und die wird doch bestimmt reich gefüllt sein. Nicht im Ernst. Also natürlich jetzt ohne Scheiß. Ne? Ich bin natürlich dankbar, dass die Sache jetzt, jetzt auch hier wieder auftauchen, aber dass es solche Black Hole, Teleporter, sonst was Kisten sind, gibt natürlich jetzt so einem alten Resident Evil so ein bisschen, nimmt dem Spiel so ein bisschen den Zahn weg, ne? Also ich meine, ist natürlich super praktisch. Vielen Dank. Also auch in der Hinsicht, dass ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit rumlaufen muss. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass man halt wirklich nur ein paar andere Sachen findet. Ja, darum geht es gar nicht, die anderen Sachen zu finden, sondern dass man jetzt nicht die Sachen hat, die man in der anderen Kiste gespeichert hat. Ja, ich will jetzt auch nicht meckern, um Gottes Willen. Dankeschön. Okay, wunderbar. Speichern wir. Ja, sagen wir mal. Nee, komm, so eine Tür öffnen und wieder raus und reingehen, das ist ja wahrscheinlich drin. Und ich werde jetzt auch nicht in einen Bosskampf oder so reingeraten, aus dem ich dann nicht rauskomme, wo ich dann sage, verdammt, hätte ich doch... Check. Also, verbrannte Zombies verschwinden, kopflose Zombies dürften auch verschwinden. Na? Chris, was tust du wieder? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Gut. Was war nochmal mit dieser anderen Tür da? Diese so, die so ein bisschen aussieht wie eine Geheimtür. Zeit, das mal zu überprüfen. Möglicherweise. Wohin führt diese Tür? Blick auf die Map. Ein großes Areal, das nach draußen führt, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Ja, sieht ein bisschen nach Außentür aus. Wenn jetzt nicht direkt ein Hund anfällt und zerfleischt, wäre das... Ja. Oh Gott, das sind Motten. Dass sie auch noch mutieren. Kann man es einsammeln? Das ist doch mal cool, dass man die direkt neben verwenden soll. Da ist doch was, oder? So, das ist eine Reflexion. Das wäre so ein Gegenstand da zwischen den Beinen. Also am Boden zwischen den Beinen. Gehen wir jetzt nach rechts und lassen uns von einem Hund zerfleischen. Na Moment, ist es nicht die Stelle, die ich vorhin gesehen habe? Okay, na machen wir es mal. Gehen wir es mal ein bisschen sicherer an, speichern wir nochmal und dann können wir eigentlich immer noch zig Räume besuchen, uns mal 10-mal abkillen, umbringen, zerfleischen, köpfen, unten von unten um die Beine schlingen lassen und dann einfach mal so einen Überblick haben. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt die feine englische Art. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so machen, dass ich jetzt einfach mal wild alle möglichen Räume erkunde, aber... Ja gut, speichern wir einmal ab. Ein bisschen die Sicherheit haben und dann können wir ja trotzdem auch mal die Räume hier unten erkunden. So, und wenn Chris eine Pause macht, kann ich auch mal kurz eine Pause machen. Einmal kurz, einen Moment. Ich, Osaf, du speichern. Okay, lass mich raten, ich habe kein Farbband. Und natürlich auch keinen Platz im Inventar. Nein, Gott sei Dank, ich habe einen Platz im Inventar. Was ist denn mit los mit mir? Ich frage mich jetzt, ob das wirklich so schlimm ist, dass ich das Kampfmesser hier drin lasse. Letztens auch bei YouTube nachgeguckt. Naja, das war in irgendeinem alten Forum. Hat ein Typ gefragt, kann ich Resident Evil einfach nur mit dem Kampfmesser durchspielen? Also so als Herausforderung. Ich glaube, das haben auch Leute schon mal gemacht. Aber das ersparen wir uns jetzt erstmal. Neue anderen Speicherarten können wir immer noch überschreiben, wenn es sich irgendwann anbietet. Medizinischer Lagerraum, okay. Lagerraum. Eher richtig zu betonen. So, wir haben raus. Schauen wir uns mal ein bisschen die Räume an.
So. So langsam finde ich auch endlich mal den Rhythmus wieder. Anschauen. Ein blutiges Stück Stoff. Putzmittel. Es riecht unangenehm. Hier gibt es nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. So, und ich denke, das wird jetzt so auch so ein Moment sein. Was erwarte ich? Irgendwas, was durch die Scheibe durchspringt. Oh, passt. La, la, la. Ganz ruhig. Ja, mit dem alten Schlüssel, den ich jetzt woanders verwendet habe. Okay, wunderbar. Und die Tür? Ist das jetzt einer dieser Momente, wo man in der Sackgasse gerät und sagt, ich kehre zurück und dann einen auf den Latz kriegt? Vornplatz kriegt. Ach. Nein, Tatsache. Es ist nicht diese eine dieser Stellen, wo man direkt angefallen wird. Aber es gibt auch irgendwo eine Stelle in diesem Herrenhaus. Ich weiß nicht, gibt es nicht sogar mehrere, wo dann die Hunde durch die Scheiben springen. Und man sie dann fies drüber bekommt. So, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Nicht im Ernst. Ja, hätte ich mal früher auf die Karte geguckt, dann wäre mir das wahrscheinlich auch in den Sinn gekommen, dass ich jetzt wieder an der Stelle bin, wo ich schon mal war. Okay, alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Okay, ja. Dann. Gucken, was ist nochmal mit dem Geschoss da drüber? Würde mich mal interessieren, ob ich da eigentlich noch den Hausschlüssel verwenden kann. Wird natürlich wahrscheinlich eher in unteren Bereichen sein. Aber so langsam eröffnet sich doch uns das Herz. Das. Sollte ich den verbrennen? Natürlich die Frage, gehe ich hier öfter durch? Also ich werde jetzt wahrscheinlich. Also hier keinen Grund haben durchzugehen. Hier sind ja alle Sachen eingesammelt. Die Tür müssen noch von außen verschlossen sein, ne? Das heißt, der Zombie, der würde uns eigentlich nichts machen. Ich meine, im Notfall gehe ich jetzt hier durch die eine Tür rein und dann kann ich ja hier durch die andere mal durchgehen. Oder wahrscheinlich, was heißt durch die andere durchgehen? Ich werde hier von der anderen Seite öffnen müssen. Also ich glaube, du wirst es jetzt nicht wert sein, verbrannt zu werden. Es tut mir leid, mein Genosse. Kleiner Kumpel. Aber du schon eher. Du stehst im Weg. Irgendwann. Dich verbrennen wir nochmal. Also. What the fuck? Entwischt. Wie geil ist das denn? Ey, den interessiert das die ganze Zeit nicht, dass ich rumgehe und sonst was an dem mache? Gucken, ob die Vogelfiecher wieder zurück sind. Das wäre ja grandios beschissen. Nein, sind sie nicht. Keine Leiche, die ist auch verschwunden. Ja, es ist auch noch so eine Zeitbombe, auf die ich mich jetzt nicht einlassen will. Aber wie geil ist das denn? Ey, ich trampel die ganze Zeit auf und um den rum, sammel die Kräuter, sammel sie nicht ein und auf einmal, wenn er... Ihr verbrannt mich nicht mehr. Nee, nee, nee. Ja, gut, natürlich wirst du jetzt verbrannt, dafür umso mehr. Bam. Ah. Wo bist du? Schon kommen. Gehen wir es mal ruhig an, ein bisschen konzentrierter. Ist ja auch nur ein Spiel. Aber man kann aus dem Stand sich steuern, aber. Ich höre keine Schritte, wo ist er? Und man sieht ihn auch nicht im Spiegel. Ja, ist er. Hallo? Kommst du jetzt oder nicht? Lass mal gucken. Moment, wenn ich jetzt ein bisschen nach da... Ne? Ja, Chris visiert doch schon... Moment, visiert ihn doch schon... Visiert er den an? Danke für die Antwort, Zombie. Wo bist du denn? What the fuck?
nicht schlecht. Was bist du denn für ein Vertreter? Eine Sorte. Was heißt denn rot gesehen? Meint ihr jetzt mich oder den Zombie? Ich tippe mal auf den Zombie. Besiegen sie einen Crimson Head. Crimson Head, okay. Neue Gegnerart. Was sind Crimson Heads? Natürlich kann ich mehr Objekte aufnehmen. Jetzt mal ohne Witz, soll ich den verbrennen? Also ich meine... Ich habe doch was von Crimson Heads gelesen, aber ich will mir jetzt auch nicht den Überraschungseffekt verderben. Soll man Zombies verbrennen, deren Köpfe wechseln? Nein! Nein! In welchem literarischen oder filmischen Stück stehen Zombies auf, die deren Köpfe geplatzt sind? Verzeihung, so. Nein, die werde ich nicht verbrennen. Also das wäre jetzt auch wirklich exzellente Verschwendung von Ressourcen. Ist der Kopf weg? Ja, sieht so aus. Okay. Wunderbar. So, was sagt die Uhr? Ich mache das jetzt erstmal im halbstündigen Format. Heißt, was haben wir noch? 9 Minuten, 8,5. Schauen wir mal oben, ob wir das mit dem Hausschlüssel öffnen können. Ich will jetzt nicht vertauschen da oben bei der Falle. Sondern einfach mal gucken, ob die Tür da hinten aufgeht. Ich würde mal auch ganz ernsthaft vermuten, dass man den Schlüssel hier tauschen muss und dieser Schlüssel dann die Tür da hinten öffnet. Ne? Wäre irgendwie sinnvoll. Ein Helmsymbol. Ich hatte dieser Schlüssel ja ein Helmsymbol. Mach mal das mal. Ich will es jetzt auch mal testen. Weil jetzt auch nicht die Spannung hier die ganze Zeit. Ja, Chris, ich hab's verstanden. Du hast nirgendwo mehr Platz in deinem Körper, um irgendwo noch einen Schlüssel reinzustecken. Wenn jetzt dieser Crimson Head aufsteht, weil ich fälschlicherweise gedacht habe, dass kopflose Zombies nicht mehr auferstehen. Er hat einen Kopf verloren, er ist weg. Er ist tot. Können wir uns darauf einigen? So. Nein, meine Frische. Okay, auch ein Crimson Head, okay. Okay. Gott, es ist sinnvoll, sie zu verbrennen. Es ist sehr sinnvoll, sie zu verbrennen. Es ist sinnvoll, sie frühzeitig zu verbrennen. Es ist sinnvoll, sie an Stellen zu verbrennen, wo man eh wieder auftaucht. Ja, so viel zu der Stelle, ne? Ich habe doch vorhin noch gesagt, ach, der Zombie, der macht doch nichts. Der ist doch ein ganz braver, da gehen wir nicht mehr dran vorbei. Okay, jetzt natürlich die Frage, was hat jetzt diese ganze Sache getriggert? Also, dass jetzt diese Viecher aufstehen, dass man jetzt die Crimson Heads hat. Du bist kein Crimson Head. Du bist Kenneth. Du warst Kenneth. Ich habe gerade so ein beschissenes Gefühl. Moment, was ist mit dem Vieh denn jetzt los? Ach ja, ich habe ja nochmal neu angefangen und habe ich ihm, glaube ich, nicht einen Kopfschuss verpassen können. Okay. Kurz nachdenken. Das ist wahrscheinlich ein Crimson Head. Verschluckt mehrere Patronen. Sollte dann noch verbrannt werden. Können wir den jetzt irgendwie umgehen? Ich will jetzt wieder in diesen Raum zurück. Natürlich können wir den umgehen. Lassen wir das mal. Ja, es ist jetzt Taktik. Ja, es ist Taktik irgendwie. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht, alte Spielemacher. Nicht schlecht. Um nicht zu sagen, richtig gut. So einfache Gemüter, die das Spiel noch nicht durchschaut haben und sich dann eher so auf sichere Momente verlassen und denken, ach, was soll da schon passieren? Ist doch ein altes Spiel. Da schießt man die Gegner, passiert nichts mehr. Da geht man in den alten Raum zurück, da passiert nichts mehr. Da geht man in den neuen Raum, es passiert nichts mehr. Vor allem mehr. Wo wollte ich mal hin? Genau. Zum Speicherpunkt. So, und das sind jetzt Viecher. Deine Köpfe sind weg. Das Viech unten an der Treppe
hat keinen Körper mehr, wurde verbrannt. Also wenn jetzt hier noch ein Viech auftaucht, dann war ich auch nicht mehr nahe. Okay. Also das Spiel ist auf der Seite dann auch schon fair, aber ach, Mann. Also neue Taktik. Einmal abknallen. Umfassen lassen. Kopf zertrampeln. Kein Kerosin verschwenden. So. Ja. Moment, warum will ich noch? Warum bewegt er sich? Hab nichts gemacht. Gut. Was soll man machen? Let's see. Ja, ein bisschen Platz schaffen. Das brauchen wir nicht. Das Kampfmesser für alle Fälle. Ich weiß nicht, oder? Oh. Doch langsam wieder knapp. Ja, wir haben natürlich noch einen Save Point. Wir wissen jetzt auch, wie es mit dem Crimson Head ist. Zurückkehren kann man immer noch, aber was natürlich den Reiz von so einem Spiel ausmacht, ist auch einen wirklichen Blinddurchlauf haben. Und wenn es dann darum geht, dass man halt, wenn es halt so sein sollte, dass man das irgendwie total verreist. Ja, wenn man jetzt nicht dachte, dass die wieder auferstehen, wenn man sie nicht restlos erledigt, dann soll es eigentlich auch mal so sein. Ist natürlich jetzt doof für irgendwelche Zuschauer, die dann jetzt auch mal irgendwann das Spiel zu einem Ende kommen sehen wollen und dann merken, ja gut, nach 30 Stunden hat der Kerl es immer noch nicht geschafft, die erste Etage vom Herrenhaus zu bewältigen. So, guck mal, was draußen los ist. Ich tippe mal auf Hunde. Mhm. Na, schauen wir mal, was hier gibt. Einfach mal einen Überblick verschaffen. Auch die Karte. Immer auf die Map schauen. Ah, da führt es wieder in die Halle rein. Da führt es wieder in die Halle rein. Moment. War da nicht dieses Schränkchen im Weg? Ich würde mal vermuten, dass hier jetzt noch irgendwo ein Hund rumläuft. Ja, oder eigentlich beide, ne? Ich habe jetzt nicht mehr die Sache gemacht wie vorhin, als ich die Tür nochmal von der Eingangshalle geöffnet habe und mich dieser eine Hund angefallen hat. Nee, Quatsch, wir sind ja in der Etage drüber. Was sag ich da? Quatsch, wir sind ja gar nicht jetzt im Erdgeschoss. Also ich tippe mal jetzt darauf, dass Hunde nicht so hoch springen können. Das ist jetzt eher so ein Zombie hier aus der... Die mutiert jetzt. Schick siehst du aus, Resident Evil 1. Vor allem die Charaktermodelle wissen zugefallen. Das auf jeden Fall. So. Eine sinnvolle Sache, jetzt auch mal hier einen Rundgang zu haben, für alle Fälle. Wie Tür ist denn das jetzt? Lass mich raten. Achso, die. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja gut, die, jetzt bleibt natürlich die Frage, bringt die Tür überhaupt was? Das ist halt eine Abkürzung wieder zu anderen Sachen. Keine Ahnung. Ich will mal hier irgendwann durchgehen. Ich komme irgendwann Viecher. Spielen die Pflanzen hier eine Rolle und mutieren noch? Ach, keine Ahnung. Oder vielleicht liegt hier auch irgendwo ein Item rum, was ich übersehen habe. Oh, kann man es in den Töpfen nicht anschauen? Hallo? Nope. Nicht der Fall. Naja, das ist immer noch die Pflanze. Okay. Ja, Zeit zurückzukehren und sich auch nochmal zu sammeln und einen Schlachtplan gegen diese neuen sogenannten Crimson Heads zu eröffnen. Okay, das Buntglasfenster könnte eine Rolle spielen. Schauen wir mal, wissen wir noch nicht. Ach ja, natürlich. Habe ich das vergessen. Die Kräuter. Verwenden macht jetzt keinen Sinn, wir sind gesund. Mitnehmen kann man sie nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Die brauchen sie jetzt nicht, ja. Eigentlich auch mal ganz nett, dass man jetzt nicht dazu ermutigt wird oder ja, dass es einem ermöglicht wird, irgendwelche Items sinnlos zu verschwenden. Ja. Zombies mehr. Ruhe ohne Ende. So. Gucken wir nochmal nach. Waren wir jetzt hier? Ach ja. Crimson Head Raum. Okay, die Tür werden wir jetzt uns
ganz rot und dick im Kopf anzeichnen. Und wenn wir jetzt nicht mehr durchgehen, um dieses Vieh umgehen zu können, klar, man kann jetzt diesen ganzen Weg dann außen rum gehen, das werde ich jetzt auch machen, um dann zu dieser Sache mit den Ritterstatuen demnächst zu kommen. Ich meine jetzt auch mal gleich einen Schnitt. Und unten rum diese zweite rote Tür von links, wenn man sie sehen kann. Aber die wird ja eh wahrscheinlich genau von der anderen Seite schließen müssen. Das heißt, diesen Crimson Head können wir dann nochmal Crimson Head lassen. Er hat heute Glück gehabt. Aber krass, ne, dass jetzt schon diese Phase langsam beginnt. Wo man jetzt wieder unter Stress ist und denkt, ja, Mann, hätte ich damals nicht geschossen, hätte ich da nichts gemacht. Hätte ich den früher verbrannt, hätte Fahrradkette. Okay, Zeit sich zu sammeln. Und an der Stelle einen Schnitt zu machen. Bis später.